Okay, weggucken. Guck weg. Wir warten jetzt so, wir reden einfach jetzt kurz über irgendwas. Okay. Wie geht's dir eigentlich so an? Auf drei gucken wir, okay? Okay, eins, zwei, vier. Thiago Silva. Oha. Ist der viel wert? 87er Innenverteidiger. 100k. Ey, sag ehrlich jetzt. Ich schwör auf alles. Guck nach. Er hat so wenn gute ich sogar Werte. 200k, er hat so gute Werte. 200 nicht, aber so 98, glaube ich. Er hat so gute Werte. Hätte so 10k. Ich gebe dir so. Das nicht 10k, ich schwör auf alles 100k oder so. Die bessere Werte kann man gar nicht haben für einen Verteidiger. Ich schwör auf alles 200k oder so. Digga, dann raste ich aus, man. 200k wäre so. Jetzt ist das Pixel weg. Nein, ist es auch nicht. Ist es nicht, ist es nicht. Okay. Leute, was ist hier los? Wir sind gedasht. Wenn das Pack jetzt weg ist, ne? Ich meine, ich hoffe, komm. Das wäre das größte Pech, was jemals ein Mensch hatte. Wo können wir es nachschauen? Hier auf Goldset. Hier auf Goldset. Naja, warte. Ja, genau. Gut. Okay, okay. Der ist hundertprozentig was wert. Ja, der, ey, guck dir die Werte an. 7, ey, der hat die perfekten Werte. Besser geht's nicht. Okay, 30k. Lol, warum ist der so wenig wert? Digga, der hat perfekte Werte. Der hat 100 oder so mal gekostet, ne? Ey, oh mein Scheiß. Wie für 13 hat der 200k gekostet, glaube ich. 87 Verteidigung. Abstand. Hör auf. 83 braucht erstmal Verein. Okay, aber wenigstens 30.000. Immerhin. Immerhin. Da kann man sich eigentlich schon ein bisschen drüber freuen. Ey, weil der war früher so viel mehr wert, ne? Ja. Aber, guck mal, ja, ich habe noch nie so gute Werte für einen Verteidiger gesehen. 80 Pace, 87, das ist auch einer der besten Verteidiger. So 83 Kopfball, 87 Verteidiger. Das ist so wenig kostet. Ist echt so, ne? Wahrscheinlich nur, wenn der, was weiß ich, bei Barca spielen würde, wäre der so viel wert. Ja, der spielt doch trotzdem bei Milan oder. Nee, bei PSG. Paris. Ja. Paris ist billig, Mann. Messi? Scheiß französische Liga. Er überspringt. Michael Rensing. Ja. Licht, pack den weg, Alter, den will ich nicht. Okay, doch, okay. Digga, wir hatten so einen kleinen Lichtblick. Und jetzt haben wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Drei Packs haben wir noch. Vier sogar, wenn wir noch ein normales Goldset nehmen. Oh, krass. Nee, nicht mal. Oder? Ich hätte Bock auf so ein 100.000er Pack. Was 100.000 ein Pack kostet? Nee, halt. Achso, dass jetzt 100.000 wert ist, ne? Ja. Nicht überspringen. Viel fassungslos. Kokorin oder Koktrin? Tribitalsatellit, kennst du den noch? Ja. Er hat sogar 85. Oh, das sieht gut aus, das Trikot. Okay. Zwei Packs. Nee, drei noch. Zwei gute Packs. Ja, noch zwei und gute ein billiges. Und ein billiges. Ja, für 100 ein billiges halt. Bitte, lieber Gott, bitte, gib uns die Kante, Mann. Ich schwöre. Der Thiago Silva ist ja schon mal nicht so schlecht. Moses, aus der Bibel, der. Er hat immerhin 84 Pace und spielt in England. Der könnte. Franz Beckenbauer. Guck mal, der Pack ist ja sogar was wert. Er hat 75er Rating halt nur. Ja, 2000 oder so, höchstens. Ja, aber jetzt so gut. Er hat aber 5-Star Skills, oder? Er ist der Einzige, wir können den Markt beeinflussen. 500k? Ja, das sage ich auch immer, aber es stimmt nicht. Die anderen werden nur nicht angezeigt. Er speichert im Appenverein. Ein Beckenbauer möchte bitte aus, dass du ihn abspeicherst. Muss man die eigentlich nur im Verein haben, die ganzen Leute? Und dann machen die ihre Wirkung. Ja, ich glaube schon. Das ist voll behindert, kann man ja 1000x plus 5 Fitness haben. Ja, halt das Gleiche. Also die das Gleiche machen, das bringt jetzt nichts mehr. Okay. Last Pack. Last but not least. Messi. Ja, Messi, Ronaldo, Messi. Ibrahimovic, alle in einem Pack. Ja. So ein Bug, noch. Weißt du? Messi auch noch, so ja. Team of the Year. Ich würde dafür töten. Walker? Ja, ist glaube ich 4k oder so. 92 Pace. Den werde ich sowieso nicht verkaufen, weil den brauche ich, wenn ich ein englisches Team mache. Schön Barclays. Oh, 5k. Nehmen wir in meinen Verein. Weil so ein schönes Barclays Premier League Pace holen Team, weißt du? Mit Dingens. Mit William und so. Du wirst eh jetzt gar nicht wieder Packs kaufen. Nein. Soll ich mein Dingens? Kann ich mein Xbox-Team eigentlich noch verkaufen? Um dann da irgendwie Coins rauszuholen? Du kannst dir für echtes Geld verkaufen. Ich hab ein übelst gutes Team, ne? Mit William und so. 70, 80k wert, alleine er. Okay. Okay, nein, nicht, du kannst auch ein normales. Geh da weg. Du kannst auch Dingens. Okay, warte.
Aber wir ziehen den Rest auf den Münzpacks runter, ne? Spaß, würde ich niemals tun, Alter. Bin so behindert. Nie ein Münzpack. Komm, letztes Pack, allerletztes Pack. Oh, komm schon. Was, wenn jetzt noch ein Goldpack oder da kommt aber Münzen drin? Ich weiß es aber nicht genau, Alter. Oh, ist ja egal. Ja. Also, auf jeden Fall nur gute. Also, ein Bronze-Pack muss doch sein. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Komm schon. Es gibt immer auch Bronze in Form. Ja. Nicht mal da ein Rare. Ja. Hm. Ja, doch, die Trainingskarte ist aber mehr wert als 700. So, das sieht genauso aus wie so ein Lehrer von mir früher. Das Trikot ist das hässlich, was hier geht. Okay, Leute, wenn euch das Pack-Opening wegen den sehr guten Sachen, also wegen der sehr guten Züge, unterhalten konnte, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Anton natürlich auch. Hör auf. Ich werde mir das für Coins, ich gebe dir direkt Kopfnuss. Also bewerten und kommentieren nicht vergessen, oder Anton? Genau, Leute, bewerten nicht vergessen. Und kommentieren nicht vergessen. Und kommentieren, favorisieren, teilen. Alles abonnieren, weil ich es noch nicht getan habe. Und dann würde ich sagen, bis bald, aber nicht im Wald. Tschüss.